So sieht ein defekter Seilzug von einem Knaus Boxlife Hooped aus. Bei mir ist es schon der dritte, der gerissen ist. Ja, langsam habe ich Übung im Auswechseln der Seilzüge, aber es nervt. Es nervt tierisch. Es ist ein ganz schöner Aufwand. So sieht das ganze Innenleben aus. Man muss hier also den Zug über die Rollen hier. Hier wird er eingehakt und über die Rollen dann rumführen. Ist eigentlich kein Hexenwerk, aber ich kann euch nur raten, macht es nicht alleine. Weil wenn das Bett an drei Seilzügen hängt und es ist kein Gewicht drauf, dann schnallt es nach oben und du kriegst es alleine eigentlich nicht wieder runter. Ich habe es geschafft. Ich habe hier meinen Topper dann hingelegt und der praktisch auch noch auf der einen Seite Gewicht gemacht hat und an der anderen Seite habe ich es runtergestemmt. Ich war also den gesamten Sommer unterwegs auf meiner langen Reise von Deutschland nach Spanien, über Frankreich, Normandie, Bretagne. Erzähle ich euch auch gleich über die Reise, die war auch heftig. Die ganze Zeit mit diesem kaputten Hubbett, das heißt, wenn ich es hoch machen wollte, geht nur vom Heck aus und runter machen geht nur von innen aus. Ja, war schon nervig. Ja, und der Sommer war überhaupt sehr anstrengend. Dieser Sommer war volle Kanne Tourismus im August, wo alle Leute unterwegs sind, musste ich zu Plätzen, wo alle hinwollen, die alle sehen wollen. Zuerst ging es nach Baden-Baden. Baden-Baden scheint wohl bekannt zu sein bei den Spaniern und ist so ein Must-See-Place. Zumindest wenn man da in der Nähe ist, wollte Pilar so unbedingt sehen. Also auf nach Baden-Baden. Ist ja ein ganz nettes Städtchen, aber voll. Extrem voll. Das Einzige, was ich interessant fand, war die Friedrichstherme. Hat 32 Euro Eintritt gekostet, aber war cool. Das ist ein Bad mit 17 Stationen, wovon zwei nicht aktiv waren, weil wegen Coronavirus, das waren so Massagegeschichten. Und da waren wir 3 Stunden drin, das ist richtig relaxing. In Baden-Baden habe ich überhaupt nicht gefühlt. Und von da aus war dann der Plan weiter Normandie und Bretagne. Und dann sind wir weitergefahren nach, wie heißt das, Givern oder so ähnlich, wo der Monet sein Haus hatte. Mit dem See, wo er die Nymphen gemalt hat und das Ganze. Das ist ein winziges Dörflein, wo das ist. Wunderschönes Anwesen, großer Park mit diesem See. Und das war natürlich schon ganz interessant, irgendwie das mal zu sehen, wo er seine Bilder gemalt hat. Aber auch brutal voll, aber seht selbst. Die nächste Station war dann Etretat.
bekannt durch die weißen Klippen und vor allen Dingen auch Le Jardin de Etretat, also die fantastischen Gärten. Tja, das war unser Besuch auf dem Mont Saint-Michel. Übervoll auch da, braucht man nicht zu sagen. Ich hatte auch nicht viel gefilmt, ich hatte keine Lust zu filmen, es war nicht mein Ding. Irgendwie komme ich da nicht in Stimmung, weil bei solchen Geschichten, da ist einfach nicht mein Thema.
Pilar wollte unbedingt die Abtei sehen. Wir waren allerdings spät dran und die Besuchszeit war vorbei. Also Pilar war total gefrustet, dann sind wir noch eine Weile rumgelaufen und auf einmal haben wir am Aufgang zur Abtei eine kleine Gruppe gesehen, die da stand und wartete. Und dann kam eine Nonne und die hat die Gruppe mitgenommen. Also haben wir uns unter die Gruppe gemischt und sind einfach mal so mitgelaufen. Und dann ging es in die Abtei rein. Ich habe dann noch aus Scherz gesagt, ey, mich würde es nicht wundern, wenn wir hier in einem Gottesdienst landen. Und so war es auch. Aber es war wunderschön. Es wurde fast nur gesungen. Der Chor hat wunderschön gesungen und die Akustik war absolut einmalig da. Danach sind wir noch essen gegangen. Das Essen war gut, auch da auf dem Mont Saint-Michel. Preis für so einen Platz war normal. Aber das Bier hat 12 Euro gekostet. So möchte ich auch mal mein Geld verdienen. Dann ging es weiter an die Küste nach Kerloin mit seinem Algenfischerdorf Menin. Die Küste mit ihren bizarren Felsen ist auf alle Fälle ein Besuch wert. Ich kann es nur empfehlen. Ein Schloss durfte natürlich auch nicht auf der Liste fehlen, so haben wir auch noch Stopp in Josselin gemacht. Der Stellplatz war direkt am Kanal, unweit der Altstadt, was sehr schön war.